Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Waldorf Siebentan-Partie. Ich hoffe, gut. Tja, machen wir erstmal ein Shimari. Da ist noch eine freie Ecke, die hätte ich wahrscheinlich zuerst nehmen sollen. Aber sei es drum. So, jetzt wollen wir hier möglichst schnell. Möglichst schnell sicher aus der Ecke rauskommen und dann entweder die freie Ecke nehmen oder vielleicht sogar einen Kakari spielen. Aber erstmal raus hier. Er spielt da, ich spiele da. Er spielt hier. Er spielt sogar den, okay. Dann können wir erst noch den machen. Und den. Und jetzt bin ich da doch sehr sicher. Spiele ich hier mal was anderes? Sowas vielleicht? Gucken, ob er jetzt da weiter so tut, als würde er meine Gruppe angreifen. Nee, tut er nicht. Erstmal tut er so, als würde er was gegen meinen Shimari machen. Okay, dann spielen wir einfach das. Und dann. Tja. Hier runterziehen. Und dann spielen wir mal hier. Und lassen uns schon jetzt dafür. Könnte hier spielen. Oder da. Dann spielt er den in Center. Und dann. Wir machen das mal anders. Wir spielen jetzt hier. Wenn er jetzt den spielt, schneide ich erstmal. Gucken, was dabei rauskommt. Gegner steht 10 zu 10 als 7 da. So kann ich hier nochmal spielen. Ja, ich denke schon. So. So. Okay. Spiele ich jetzt hier? Oder nur den? Damit das nicht eventuell Vorhand wird, dann kann er noch in der Ecke leben oder so. Spiele ich vielleicht nur diesen Zug? Auf den muss ich da mal gucken. Ich würde aber auch gerne hier spielen. So, irgendwie decken und kann er da spielen, ne? Und so kann ich auch den spielen. Dann ist, wie gesagt, der hier Center und der ist Center und dann muss ich da spielen. Nee. Wir nehmen einfach jetzt hier das Doppel-Atari. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hier spielen. Ist das vernünftig?
Ich hoffe ja. Er kriegt jetzt hier zwar einen Punuki. Kann dann hier nochmal irgendwie ein bisschen Streit suchen. Vielleicht mit so einem Ko oder der Drohung, da ein Ko zu spielen. So, so, so. Dann da, ich schlage. Kommt da irgendwann zurück. Ja, ich kann da spielen, glaube ich. Jo, und dann spielt er da. Ist das nicht völlig übertrieben? Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier spielen? Ja. Dann einfach erstmal raus, ne? What? Ah, oder da. Was ist jetzt hier vitaler? Ich glaube, der ist vital. Kann ich doch hier schneiden oder da unten rum verbinden? Oder wenn er hier spielt, vielleicht auch erstmal zurückziehen? Okay, er macht es so. Dann spiele ich halt den. Und hab da eine schöne, lebendige Gruppe stehen. Ich sagte, das sei eine schöne, lebendige Gruppe. Ich hoffe, das stimmt auch. Da hier irgendwelche Optionen? Nee, ne, ich kann den machen. Dann drücke ich hier mal. Läuft doch eigentlich ganz rund. Natürlich. So, 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 so oder so. Sollte ich auch aushalten können, ne? Also wenn er jetzt den spielt. Macht er aber gar nicht. Okay. Oh. Gebe ich dann hier Atari oder gebe ich das nicht? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Ich gebe es erstmal nicht. Wenn er hier springt oder so, dann hätte ich eventuell Möglichkeiten. Dachte ich aber so. Das ist doch jetzt völlig, völlig verkehrt, oder nicht? Ich hier blocken kann. Also wenn wir das so gespielt hätten, dass er erst da spielt, ich spiele da und er da und ich decke dann hier, dann hätte er danach eigentlich hier rausspringen müssen, meine ich. Das hat er jetzt nicht getan, sondern in die Ecke gestreckt sozusagen. Und wenn er mich jetzt hier nicht... komplett behumsen kann, dann sieht doch seine Ecke da ziemlich... mau aus. So spielt er sogar. Ja, dann. Dann muss ich doch den hier spielen. Jo. So. Jetzt lieber hier oder lieber hier? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, lieber hoch.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Okay, dann müssen wir das halt so machen und ihm hier sein Auge gönnen. Und da ist dann auch noch wieder da. Kann ich aber untenrum verbinden. Also, der ist gar nicht so gefährlich. Aber ich denke, ich spiele trotzdem hier. Nine, eight. Dann bin ich hier auch einigermaßen stark und die zwei kommen nicht mehr so schnell raus. Versuche ich das einfach mal zu fangen hier. Ich denke, wenn ich jetzt noch den spielen könnte, dann ist die Gruppe wahrscheinlich sogar tot. Hier kann er eventuell Augen machen, aber dann habe ich da auch wieder Optionen. Gucken wir mal, was er hier vorhat. Da geht schon ein bisschen was für ihn, ne? Aber vielleicht kann ich erstmal den hier spielen. Ja, bring dich da ruhig um. Sieht er, also kennt er das? Das wäre jetzt ungefähr der vierte oder fünfte Box-Go-Spieler, bei dem ich glaube, mindestens die dritte Partie, wo der Gegner dieses Hane und Placement töten dann nicht kennt. So, jetzt kann ich nämlich einfach hier spielen. Er kann jetzt zwar hier irgendwie seine Augen wahrscheinlich basteln mit dem Voranzug. Aber wenn ich hier spielen kann, okay. Wir werden einfach erstmal hier außen sicher spielen. So, jetzt kann ich nämlich den hier machen. Oder sogar da. 4, 3, 2, 1. Na, hält das? Da.
Geht gar nicht so einfach, ne? Okay, wir müssen das dann so machen. Und dann hier spielen, da spielen, da spielen. Das wäre Atari, ne? Ja, ich glaube, so geht's. Gut. Geht doch nicht. Ja, sehr schön, hier seinen Darm zu machen. Jetzt kommt er genau rechtzeitig ins Birjo. Ist auch einigermaßen erschreckend, dass er hier, wie viele Züge haben wir gespielt? 110. Dass er hier jetzt genau passend, also nach 110 Zügen gerade ins Biryumi kommt. Also die ersten 55 Züge, die er gespielt hat, in gerade mal 5 Minuten gespielt. So, und jetzt? Jetzt stehst du da, oder? Das kann ich noch hier spielen. Ja, sollte ich dann aber ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt hier spiele, ist da doch keinerlei Archie mehr, ne? Und die sind ja auch so gut wie tot hier. Also klar, er kann jetzt hier diesen einen Schnitt quasi in Vorhand decken irgendwie vielleicht. Also richtig auch nicht. Ich kriege die wahrscheinlich dann auch noch mit. Aber der Teil der Gruppe könnte leben. Das ist jetzt natürlich schon viel zu klein. Zumal jetzt auch jegliches Archie hier mit Anlegen oder Hane unten spielen weg ist, sodass ich mit dem Umbiegen und Placement hier die Gruppe komplett töten kann. So, ja, er will da immer noch mich stechen. Ich möchte aber nicht gestochen werden. Die Gruppe kann ich auch noch angreifen. Das ist ja hier freie Auswahl. Ja, machen wir das mal so. Freie Auswahl. Kann man jetzt, glaube ich, auch aufgeben. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. Irgendwie möchte ich trotzdem, dass er weiterspielt, damit ich ihm das noch zeigen kann. Aber das wäre wahrscheinlich sogar kleiner als diese Gruppe hier anzugreifen. Die müsste dann auch irgendwie komplett irgendwie da rauslaufen. Das oder das ist wahrscheinlich... Er lässt jetzt die Zeit ablaufen. Das ist ein bisschen unsportlich. Nee, macht er nicht. Okay. Dann, ja, spielen wir mal ein Co. Dann greifen wir erstmal hier an. Es ist ja, wie eben schon erwähnt, jetzt hier freie Auswahl. Gut. Bin jetzt nicht ganz sicher, wo das enden soll. Zumal die Gruppe jetzt ja eh lebt, dann brauche ich hier
auch nicht wirklich auf die Gruppen, auf die Steine da achten. Ich spiele mal einmal noch hier. Der ist vielleicht nicht uninteressant, aber ja, so ein bisschen muss ich hier noch Acht geben. Aber eigentlich... Okay, er spielt da jetzt einfach. Ja, dann... Würde ich jetzt fast sagen, greife ich... Nee, ist Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ich spiele hier. Lass mir zeigen, wie er die Steine retten will. Der ist vielleicht nicht klein. Ah, ich glaube, ich nehme jetzt die Gruppe da oben mit und dann ist gut. Oder er gibt einfach mal auf. Was schreibt er mir da? Er gibt jedenfalls auf. Okay, vielen Dank für die Partie. Müssen wir gleich mal in Google-Übersetzer eingeben, was er mir da geschrieben hat. Jo, sehr schön. Also hier oben, wenn er jetzt irgendwas macht, also, keine Ahnung. Sagen wir, hier spielt. Wo? Sagen wir hier. Dann kann ich die so töten. Weil wenn er da spielt, spiele ich hier. Und ja, wenn er jetzt irgendwas macht, hier zum Beispiel spielt, dann kann ich den spielen. Und wenn er dann ja hier spielt, ist die Gruppe natürlich einäugig. Und wenn er hier spielt, dann kann ich hier einwerfen und er kann da nicht decken wegen Freiheitsnot. Kann ich erschlagen. Und wenn er halt hier schlagen muss, dann kann ich da das Auge unecht machen. Und das ist halt auch nur ein unechtes Auge. Ja, das ist also eigentlich altbekannter Standard. Aber es war jetzt schon der dritte Spieler, der diese Ecke dann nicht zum Leben gebracht hat mehr. Zu dem Zeitpunkt, also ganz am Anfang, als er das gespielt hat mit dem hängenden Verbinden, da war eigentlich die Option für ihn da, ja, sie zum Leben zu bringen mit dem Zug hier. Wenn ich dann decke, dann lebt die Gruppe schon. Also jetzt kann er ja, ja, keine Ahnung, irgendwie Shimari machen zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt versuche und er dann hier schlägt, dann geht das natürlich wieder. Genauso wie vorher. Er hat hier zwar noch die Option, jetzt auch wieder ja, so einen Coda anzufangen. Also dafür wäre es vielleicht... Ja, das Co kann er da eigentlich dann immer aufsetzen, wenn ich da antworten muss. Dann geht halt das, das, das. Und jetzt kann ich hier zwar spielen, aber jetzt ist immerhin noch ein Co um das Auge. Aber er kann hier auch... kann auf den Zug hier auch einfach zurückziehen und dann lebt er da. Jetzt geht das halt nicht mehr so. So, jetzt ist da ein Auge sicher, weil ich hier jetzt nicht weiter reinstrecken kann. Dafür ist dieses Umbiegen oder das Atari hier gut gewesen. Ich kann jetzt halt nicht da spielen, weil er schlagen könnte. Und wenn ich erst irgendwie hier schlagen muss, ja, dann macht er halt da sein Auge. Und das ist das Entscheidende. Also sieht man oft, dass man dieses Atari geben kann und dann gibt es trotzdem noch wieder welche. Und das waren die ganz krassen Fälle. Ich glaube, das hatte ich mindestens einmal jetzt hier auf Fox, dass der Gegner auf den Zug dann hier gespielt hat. Und dann war er halt trotzdem tot. Und das irgendwie nicht zu kennen, halte ich für irgendwie da ein Spieler im Allgemeinen. Und ja, also in Europa wären das dann ja zwei dann plus, sag ich mal, die hier auf Fox es bis zum 7 dann schaffen können. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein guter 2 dann hier auch 7 dann wird. Auf Fox. Und das sollte man da halt schon kennen, als 7 dann. Als Fox 7 dann.
Aber es ist wohl auch oft so, dass ja in China, in Asien allgemein, viele Spieler eigentlich keine Theorie gemacht haben, keine Zumo-Gos gelöst, sondern einfach nur sehr, sehr viel Spielerfahrung haben und dadurch irgendwie so ungefähr auf dieses Level kommen. Aber mit der Spielerfahrung sollte man doch eigentlich auch auf solche Sachen irgendwann mal stoßen. Sind ja nicht so unwahrscheinlich, wenn ich die jetzt hier in dem knappen Jahr, was ich ungefähr jetzt auf Fox spiele, schon, glaube jetzt Minimum dreimal selbst auf dem Brett gehabt habe. Naja. Genug drüber philosophiert. Die andere Möglichkeit, also wenn man nicht hier die Option hat, dass da man hier ein Atari geben kann oder so, also sagen wir mal, es stünde irgendwie schon anders. Irgendwie sowas hier. Das wäre dann halt, dass man hier einfach runterzieht, dann hat man auch immerhin noch einen Coup in der Ecke. Geht natürlich auch so zu spielen, dann kann der Gegner irgendwie decken und dann deckt man nochmal. Oder man glaubt, die Gruppe lebt und spielt die Nuki, bis sie dann tot ist. Ja. Aber der Gegner hat ja insgesamt die ganze Zeit über schon sehr ja, hektisch irgendwie fast gespielt. Also gleich hier meine Ecke angegriffen. Und dann auch noch den 4-4-Punkt statt den 3-4-Punkt. Also wenn man so ein Kakari spielt. So ein voreiliges, wo noch nicht alle Ecken besetzt sind, dann sollte man das wenigstens, denke ich, auf den 4-4, auf den 3-4-Punkt machen, statt auf einen 4-4. Ich habe dann auch nicht die freie Ecke genommen, dafür wird Kataru mich ausschimpfen, da bin ich sicher. Aber so ein Shimari ist ja auch ganz hübsch. Und er hat dann ja trotzdem hier weiter angegriffen. Hat jetzt ja immer noch die Möglichkeit gehabt, sagen wir mal, so einem Zug hier wieder auf ein normales Fuseki überzuschwenken. Ja, ich habe dann da relativ schnell eine sichere Gruppe hinbekommen. Das war ja das Ziel. Normalerweise spielt man das auch hier als Weißer. Dann hat Schwarz da vielleicht nicht, ist nicht ganz so leicht, so stabile Form zu bekommen. Auf den 3-3-Punkt kann man dann ja einfach in die Ecke strecken. Und wenn Schwarz dann nochmal irgendwie antwortet, dann wäre es aber Nachhand für Schwarz. Aber so habe ich da entweder eine lebendige Gruppe mehr oder weniger oder halt Sente und die Gruppe ist ja draußen, hat auch irgendwie anderthalb Augen am Rand. Da kann ich jetzt also einigermaßen sicher sein, dass da nichts mehr passiert. Ich wollte dann mal so spielen, wenn er dann hier eben wie in der Partie spielt, wenig später, dann kann ich hier Einfluss machen und dachte, dann spiele ich irgendwann danach den Zug. Und das passt ganz hübsch zusammen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Hier hatte ich irgendwie auch mal Lob gesehen, dass man dann hier spielt. Schwarz deckt, blockt innen, weiß deckt, schwarz blockt hier und dann spielt weiß irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob und wofür das gut ist. Aber ja, ich dachte, ich probiere das diesmal so. Ohne irgendwie da zu spielen, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt das so spielen. Doch wieder in die Analyse wechseln. Dass er mich hier schiebt und dieser Einfluss dann irgendwie doch nicht so einfach zu Gebiet wird, weil er da ja schon steht. Wäre aber wahrscheinlich auch okay gewesen. Naja, und der Rest ist Geschichte. Er hat es mir relativ leicht gemacht, wollte ich nochmal kurz zusammenfassen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Macht dieses Eckteil demnächst besser als meine sieben dann Gegner. Dann bin ich schon zufrieden. Dann habe ich meinen Lehrauftrag erfüllt hier. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.